Am Zwickauer Neumarkt ist der Baufortschritt unübersehbar. Der Neubau an der Ecke Moritzstraße wächst jeden Tag ein weiteres Stück in die Höhe. An der Bosestraße 33 wird fleißig saniert und erneuert. Gemeinsam mit den Handwerkern und den Baufirmen feierte die Zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft am Montag die Fertigstellung der Dacheindeckung an dem Traditionsgebäude. Dazu gab es am Vormittag einen kleinen Empfang. Im Erdgeschoss, das künftig als Café genutzt werden soll, informierte der Investor über den Baufortschritt und bedankte sich bei den Handwerkern für ihr Engagement. Erst Mitte August war mit der Entkernung der Bosestraße 33 begonnen worden. Was sich seitdem auf der Baustelle getan hat, erfuhren die Gäste der ZWG bei einer Führung. Zu sehen ist die Neugestaltung des Dachgeschosses, also eine umlaufende Dachgaube. Im Inneren des Gebäudes sind natürlich Entkernungsarbeiten, die gerade noch stattfinden, mit Kernbohrungen und den Deckendurchbrüchen für den Fahrstuhl, der hier eingebaut werden soll. Ja, und natürlich auch in dem Café, in der Bäckerei, die hier Ende des Jahres einziehen soll, spätestens zum Beginn des nächsten Jahres. Dort sind auch schon mittlerweile die Fenster zu sehen. Durch die neuen Fenster erhält das 1937 errichtete Gebäude ein neues markantes Gesicht. Veränderungen gibt es nicht nur im Erdgeschoss. Die oberen zwei Geschosse werden zu Wohnzwecken umgebaut. Unter dem Dach entsteht zum Beispiel eine 80 Quadratmeter große Dreiraumwohnung. Der erste Stock soll gewerblich genutzt werden. Barrierefreiheit wird bei der ZWG großgeschrieben. Sämtliche Etagen sind künftig mit einem Aufzug verbunden. Eine neue Nutzung erfährt auch der an die Leipziger Straße angrenzende Flachbau. Hier, wo die öffentliche Toilette noch im Moment vorhanden ist, dort wird die SVZ ein Kundenservice-Center einrichten. Darüber freuen wir uns sehr für diesen Standort. Das bringt natürlich auch entsprechende Frequentierung auch für den Neumarkt und damit auch für eine Belebung des Marktes für die Händler. Allein am Standort Bosestraße investiert die ZWG dafür mehr als 1,3 Millionen Euro. Bis November soll der Rohbau abgeschlossen und der Fahrstuhl eingebaut sein. Ende Februar 2016 können die Wohn- und Gewerberäume bezogen werden. Die Arbeiten am Neumarkt sind damit aber noch lange nicht zu Ende. Ja, der Neubau wird uns noch bis zum Herbst nächsten Jahres beschäftigen. Dort wollen wir dann die Fertigstellung feiern. Und im Moment läuft parallel noch an der Nordseite des Platzes die Moritzstraße 44, die wir ja auch mit erworben haben. Dort werden wir in der nächsten Woche damit beginnen, den Flachbau abzureißen. Der Neumarkt wird sich also weiter verändern und dank des Engagements der Genossenschaft in den nächsten Monaten Schritt für Schritt ein attraktives Wohn- und Gewerbeumfeld erhalten. Allein zwischen Moritz- und Bosestraße entstehen 28 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten.